Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Es ist immer noch BerlinCon 2021. Wir sind hier im Studio der BerlinCon und ich habe was ganz Feines bei mir, nämlich ist Kosmos jetzt bei uns da. Und der liebe Frank hat sich bereit erklärt, uns ein paar Sachen zu zeigen, die es demnächst geben wird. So ein bisschen Mysteries also gemacht. Gucken wir mal, was er mitgebracht hat. Ja, ich habe euch mitgebracht Radcliffe Bay Mystery. Ein Detektivspiel für 1 bis 5 Spieler. Mhm. 4 Fälle sind in der Packung drin, jeder Fall ungefähr 60 Minuten ab 12 Jahren. Und das Spiel, ihr seht es hier schon aufgebaut, wird über diese Newskarten hier oben gesteuert. Über die Newskarten wird quasi im ersten Fall der Raub, gibt es eine Schlagzeile dazu zu dem Raub. Und es werden dann auch entsprechend den Uhrzeiten nach Orte in Radcliffe Bay ausgelegt. Ja. Und ihr dürft dann, wenn ihr die Newskarten gelesen habt, das wären die 4 Orte, die dann im Laufe des Spiels auftauchen. Ich will das nur ein bisschen machen wegen den Uhrzeiten, ja, weil über die Uhrzeiten wird das Spiel eigentlich gesteuert. In der ersten Stunde seht ihr, könnt ihr ja nur den Tatort an sich selber besuchen. Also weil es die 8 ist? Weil es die 8 ist. Okay. Also das heißt, die Newskarte 8 wird irgendwann gelesen. Mhm. Und wenn ihr dann die Newskarte, dann ist es auch verbraucht. Und ihr seht jetzt schon bei 9... habt ihr nur die Möglichkeit, an einen dieser beiden Orte euch weitere Informationen zu sammeln. Oh nein, wir können uns nicht teilen. Ne, wir können uns nämlich nicht aufteilen. Aber warum? Ich spiele doch bestimmt, wenn ich also zu zweit spiele, dann kann jeder an einen Ort gehen. Ja, aber das ist ja trotzdem, ihr müsst ja immer zusammen hingehen. Ach so, ihr könnt zusammen nur einen Tatort immer besichtigen. Immer ein Team sozusagen. Genau, genau. Okay. So muss man das sehen. Man trifft natürlich dann auch Personen und erhält Informationen über die Person. Ja. Man findet Objekte, man kann Verhöre durchführen, es finden auch Ereignisse statt. Aber über die Uhrzeit bekommt ihr nicht alle Orte mit und müsst dann so zum Ende vom Spiel rausfinden, wer der Täter war. Also wir müssen also ein bisschen Ideen finden, also Zusammenhänge finden, um das dann rauszukriegen, genau, was dann am Ende genau gemacht ist. Und jeder Fall ist in so einer tollen Box eingepackt. Ja, die sieht doch wirklich schick aus. Ja. Kann man ist die einzeln rausnehmen? Oder? Die kann man, nee, die Fälle, das ist ja noch ein bisschen Prototyp. Genau, weil er sagt nämlich gerade, liebe Frank, alles, was ihr hier seht, ist Prototyp. Das wird sich also alles dann noch in der finalen Version ein bisschen verbessern und schöner werden. Ja. Aber die Box ist so gestaltet, dass man halt dann den Fall da aus dieser Box rausnimmt. Und das ist die Übersicht halt von dem Fall, die Einführungsstory dazu. Die sieht man immer? Das ist kein Spoiler? Das ist kein Spoiler, die sieht man immer. Mal in die Detail, so sieht das aus. Ja. Also. Und auf der Rückseite ist dann die Lösungsmechanik dargestellt. Du darfst es ruhig zeigen, es ist tatsächlich kein Problem. Ja. Die Personen haben nämlich Buchstaben an bestimmte Stellen stehen. Und da kann man dann also die Verbindung, feststellen. Und dann habt ihr hier auf der Seite hier oben ein Ende. Und über das Ende guckt ihr euch dann die Endkarte an. Entweder in lila oder in grün. Und seht dann dadurch, ob ihr den Fall richtig gelöst habt oder nicht. Ach also so. Diese Mechanik, um diesen das Ergebnis zu sehen, finde ich auch nochmal sehr gelungen. Das ist auf jeden Fall sehr lustig, aber wie es dann immer so ist, dann kann man auch von hinten anfangen. Ja, aber man kommt dann am Ende bei allen vorne raus. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man das daraus jetzt erstmal so gut erschließen kann. Doch, es geht los, zieht die oberste Newskarte ab und liest sie laut vor. Ja, es wird komplett gesteuert, der erste Fall über die Karten. Im Laufe des Spiels bekommt ihr noch Aktionsscheiben, das heißt, ihr habt dann doch irgendwann die Möglichkeit, mehrere Orte zu besuchen. Stimmt übrigens auffällig, weil es steht hier. Ich habe mich schon gewundert, so, weil es für Pöppel sind, es sind Aktionsscheiben. Für die Leute, die es nicht wissen, steht es extra drunter. Ja, genau. Dann habt ihr dann auch nach einer späteren Zeit die Möglichkeit, mehrere Orte zu untersuchen. Aber ihr müsst euch immer noch zum Teil entscheiden und könnt immer noch nicht alle Orte sehen. Der Spielablauf bleibt also immer gleich, der steht dann genau, also der steht dann da nochmal mit drin. Und ja, 4 Fälle sind drin. Es gibt eine Vorderseite und eine Rückseite vom Spielplan. Also das ist einmal Radcliffe Bay, der Ort. Und dann gibt es halt noch das Umland, wo man dann auch noch spielen kann. Okay, und die Sachen hier unten und das hier, das triggert alles über die Das wird über die Newskarten und über die Informationen, die ihr über die Orte bekommt, dann immer getriggert. Ich würde ja schon so ein bisschen nachgucken wollen, aber wir wollen euch nicht spoilern. Und wenn ihr da noch mehr wissen wollt drüber, dann wird es zu dem Zeitpunkt garantiert auch ein paar weitere News und Informationen geben. Ja, Frank, ich sage auf jeden Fall danke. Das heißt, wir haben hier ein schönes, kleines Detektivspiel, dem ihr wieder euch auslösen könnt. Also die Frage ist ja mal, wird irgendwas kaputt gemacht? Nein. Weil die Leute wollen es ja dann manchmal noch weitergeben oder ähnliches. Ist gar nichts dabei, was kaputt gemacht wird. Also es kann wieder gespielt werden. Natürlich, wenn man die Story kennt, kennt man die Story. Ja, ja, klar. Dann, aber man war nicht an allen Orten und man kennt sie nicht im Detail. Und ob es wirklich richtig ist, da müsst ihr dann einfach nochmal spielen. Oder wie einige andere Leute sagen, einfach die Karten lesen. Aber das bleibt euch überlassen, was ihr tun wollt. Weil Spielen und die Erfahrung dabei ist ja dann das ganze Paket. Ja. Ja, dann sage ich einfach mal danke. Wir haben nämlich noch ein Spiel von Kosmos, habe ich gehört. Ja. Ich sehe es da hinten schon irgendwie noch herumliegen. Willkommen zurück im BerlinCon Studio
2021. Es ist immer noch Kosmoszeit, denn der liebe Frank sitzt neben mir und ihr seht es an dem blauen Shirt. Und wir haben hier irgendwas zwischen uns stehen, und zwar irgendwie Baumkronen. Und da gibt es noch ein doppeltes Jubiläum, hast du mir gesagt. Genau. Denn Kosmos macht jetzt schon seit 25 Jahren zwei Spielerspiele. Ja. Und du hast gesagt, es ist das 50. Zweispielerspiel, das herausbringt. Genau. Das heißt, das muss ja ganz schön glänzen. Ja, ja, die Zwei-Personen-Spiele sind immer sehr gut. Die laufen auf jeden Fall sehr gut. Da gibt es auch richtig viele gute bei. Ein Liebling von mir ist immer noch Tagi. Ja. Ja, das ist, kann man immer wieder gut spielen. Mit der Erweiterung? Ja, inzwischen mit der Erweiterung. Zählt das unter die 50 mit rein? Oder tatsächlich ist das dann, nicht. Die Erweiterung zählt nicht rein? Okay. Die zählt nicht rein, deswegen ist es jetzt das 50. Weil manche haben auch gesagt, ja, es ist das 51. Aber ja, die Tagi-Erweiterung, große Box, aber trotzdem. Ist ja nicht alleine spielbar. Ist nicht alleine spielbar. Ja, ist kein eigenes Spiel. Genau. Schlau gedreht. Aber Baumkronen, ihr seht es hier. Ich will auch was sehen, deswegen nehme ich es kurz wieder raus. Ja. Um was geht es in Baumkronen? Wir bauen in 3 Jahren, Jahreszeiten, einen Dschungel. Ich wollte gerade sagen, in 3 Jahren. Nein. In 3 Jahreszeiten einen Dschungel. Mhm. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel. Spielzeit ist ab 10 Jahre. Spielzeit ist ungefähr 30 Minuten. Ja. Genau. Und ja, wir spielen 3 Jahreszeiten. In diesen Jahreszeiten können wir uns für diese Stapel hier mit diesen Wachstumsphasen entscheiden und bauen dann einen Dschungel aus. Ziel ist es, in den Dschungel natürlich möglichst viele Bäume zu haben. Okay. Da kann ich meinen Stamm weiterentwickeln. Ich starte mit einem Startstamm und versuche, den weiter auszubauen. Und wenn ich am Ende eine Krone auf diesen Stamm setze, ist dieser Baum zu Ende. Und am Ende einer Jahreszeit gibt es immer eine Wertung für die unterschiedlichen Größen der einzelnen Bäume. Okay. Und am Ende vom Spiel gibt es eine Wertung, wer den größten Wald oder Dschungel in diesem Fall gebaut hat. Also wer das meiste aufgeforstet hat, wieder der gewinnt sozusagen. Genau. Finde ich eine gute Idee. Ja. Eine Information, alles was ihr seht, ist noch Prototyp. Auch die Box und die Karten, das sind alles noch keine finalen Produkte. Das heißt, in der finalen Version ist das alles ein bisschen hübscher. Wie sieht dann so ein Spielzug aus? Der Spielzug sieht so aus, ich gucke mir einen Wachstumsstapel an und entscheide mich, möchte ich den haben oder nicht. Den möchte ich nicht haben, dann kommt dann eine nächste Karte drauf. Dann gucke ich mir den nächsten Stapel an. Mhm. Der sieht gut aus, den nehme ich. Und zwar ist da drin ein Baum und eine Krone. Oh, hat er schon einen Baum fertig? Ja, und dann würde auch wieder hier einer draufkommen. Du entscheidest dich immer, wenn du dran bist von vorne, gehst du in die Wachstumsstapel rein. Wenn du ihn nimmst, nimmst ihn komplett. Du kannst nicht auf irgendeine Karte verzichten. Es gibt natürlich auch schlechte Karten, Krankheiten, Dürren, Feuer im Dschungel, die natürlich einen Einfluss auf dein Ökosystem haben. Und ja, wenn du keine der 3 Stapel willst, nimmst du die oberste Karte vom Jahreszeitenstapel. Das heißt, also ich würde jetzt hier unten anfangen oder angucken, was ist das hier Schönes? Ah, deswegen hat er sie nicht genommen. Da ist nämlich... ja, dann kommt wieder eine Karte da drauf. Okay, und dann geht man weiter. Aha. Das sieht auch nicht gut aus. Dann kommt eine Karte drauf. Und dann bin ich jetzt, achso, wenn ich den nicht haben will, dann bin ich da gefangen, meinst du? Genau, aber dann nimmst du die letzte obere. Also eine Karte kriegst du immer. Aber das ist dann ein Zufall, ne? Boah, also, wenn ich hier da mal reingucken darf, weil die würde ich dann also sozusagen nehmen. Die Frage ist, wie rum läuft es jetzt? Erst die 2, dann die 1 oder das ist kannst egal? Das ist egal. Du könntest auch einen neuen Baum anfangen. Du kannst den entweder größer machen, den einen Baum. Der hilft dir halt in diesen Jahreszeitenwertungen, weil wer den größten einzelnen Baum hat, bekommt halt diese Punkte. Okay. Oder du machst halt mehrere, die helfen dir dann bei der Endwertung, weil du ja am Ende für den größten Wald die meiste Anzahl an Bäumen dann halt diese 10-Punkte-Wertung bekommst. Das könnte man ja machen. Ich könnte das ja die hier so hier anlegen. Ja, ne? Bis jetzt ist es ja... Was heißt hier diese 0, weil du da eine 1 hast? Ja, das ist am Ende einer Runde bekommt man die Bäume gewertet. Und zwar bekommt man die Einzelpunkte der Bäume, der einzelnen Stämme. Ja. Und am Ende wird jeder Stamm mit der Krone multipliziert. In dem Fall bei dir eine 0, aber das sind 3 Punkte mit der Krone. Okay, verstehe. Und bei mir würde ich 2 Punkte bekommen plus 2 mal 1 Punkt für den Stamm, wäre jetzt mein Stamm dann erstmal 4 Punkte wert. Mhm. Aber deiner wäre jetzt schon größer, wenn wir dann am Ende der Wertung wären. Alles klar. Würdest du das dann die Punkte bekommen. So, okay. Und das geht, wann ist so eine Runde vorbei? Eine Runde ist vorbei, wenn die komplette Jahreszeit aufgebraucht ist. Aber um vielleicht noch mal ein paar Sachen sich anzugucken, es geht nicht nur um Stämme, die man da drin hat. Das war jetzt am Anfang ziemlich cool, dass wir die hinbekommen haben. Ja, aber wir haben ja hier auf jeden Fall haben wir hier eine Krankheit. Ja. Ja, die kann ich hier auch noch mal so rum euch zeigen. Da sieht man nämlich auch, dass
da ein paar schlechtere Karten bei sind. Und gerade so, wie du durchgehst, sind da sehr viele Karten mit Namen ja. bei. Sind, ja, 176 verschiedene Karten. Die Krankheiten beziehen sich natürlich auf die Tiere, ja. die bei dir dann in deinem Dschungel leben. Da gibt es halt Tiere, die bestimmte Funktionen haben. Einmal in der Jahreszeit darfst du was Bestimmtes tun. Aber ich brauche das Spiel schon, weil es ist ein Toucan dabei. Ja. Ja, habe ich gleich den richtigen gefunden. Auf jeden Fall. Oder halt andere Tiere, wo du halt einfach Pärchen sammelst. Hast du eins davon, ist es 2 Punkte wert. Am Ende vom Spiel hast du 2, dann ist es 5 Punkte wert. Die würde ich dann auch einfach so dazulegen. Die würdest du dazulegen und hast dann halt in den weiteren Jahreszeiten halt dann eine zusätzliche Aktion, die du darüber machen kannst. Alles klar. Tiere und Bäume bleiben in deinem Wald. Du sammelst aber auch Pflanzen. Und bei diesen Pflanzen ist es so, gibt es hier unten immer eine Wertung, die du bekommst. Und die ist immer am Ende einer Jahreszeit. Also du versuchst jetzt hier einen Farn zu sammeln, der bringt dir 2 Punkte. Und jede gerade Zahl an Farnen bringt dir 0 Punkte. Mhm. Und die ungeraden Zahlen bringen dir Punkte. Bei der Monsterer, erste und zweite Pflanze bringen nichts. Erst wenn sie groß genug ist. Erst wenn sie groß genug ist, kriegst du Punkte. Und auch da sammelst du sie wie bei den anderen einfach auch. Hast und rechts, zweite. Unten, rechts unten wird angegeben, wie viel es davon gibt? Oder? Ja, rechts unten wird angegeben, wie viele Karten es da davon gibt. Pflanzen, Krankheiten und Ereignisse fliegen am Ende einer Wertung raus. Es wird natürlich so gewertet, dass natürlich zuerst die Krankheiten durchgeführt werden, dann werden die Tiere gewertet, gibt es auch ein Feuer. Ein Feuer zerstört Pflanzen wiederum. Auch Bäume wahrscheinlich? Oder? Kann auch nicht abgeschlossene Bäume betreffen. Und dann werden die Pflanzen gewertet, dann kommen die raus. Bäume und Tiere gehen mit in die nächste Runde. Es werden 3 gleich große Jahreszeitenstapel gespielt und danach wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Zwischendurch kann man über Samen auch noch diese Karten bekommen. Es sind inhaltlich dieselben Karten, sie sind aber noch on top, die du zusätzlich noch dazu bekommst. Okay, das heißt, da steht Sprösslinge dran. Ja. Genau, aber inhaltlich sind es auch Baumkarten, auch Fahne, die du dazu bekommen kannst. Es gibt auch Wetterbedingungen, die du sammeln musst, Wasser und Sonne. Sonneneinstrahlung. Dann kriegst du dann 5 Punkte, wenn du die Kombination hast. Das ist ja wie so ein Gewächshaus. Ja. Ja, die Runde zu Ende, dann wird ein Baum gewertet. Ja. In diesem Fall würde ja dein Baum gewertet. Es wäre auch der größte Baum, das heißt, du würdest ihn werten und würdest diesen Marker dazu bekommen. Das ist nochmal 3 Punkte wert. Punkte werden hier direkt genommen. Alles von den Punkten. Ich bekomme meine 4 Punkte dafür. Und da ich aber keinen Marker drauf kriege, kommt dann so eine Tierkarte drauf. Dass dieser Baum schon einmal in der Jahreszeit gewertet wird. Und dieser Baum, gewertete Baum, darf zum einen bei einem Feuer nicht mehr zerstört werden und zählt nur noch für die Endwertung für den größten Wald. Alles klar. Ja. Ja, aber die sind ja auch alle unterschiedlich. Das finde ich auch schön. Also das ist ein netter Touch auf jeden Fall. Ja. Falls du das hier, ich mache das hier mal im Detail. Ja, das heißt also, da kommt nicht immer der Affe. Ja, da haben sie sich richtig Mühe gemacht und haben richtig viele Tiere genommen, die natürlich auch so hier auch nochmal zu sehen sind. Deswegen hübsch auf jeden Fall. Ja. Hier oben habt ihr so eine Spielübersicht noch dabei. Und hier sind jetzt nochmal Tiere, wenn man es dann 2-3 Mal in der normalen Version gespielt hat, kann man diese Tiere noch mit reinmachen, die halt dann nochmal andere Sondereffekte. Die Profi-Variante. Also man kriegt dann hier einfach die ganzen weiteren Tiere. Ja. Ja. Aber sehr schön, auch Pilze, die man sammeln kann. Das sieht alles wunderschön aus auf jeden Fall. Wenn es dann final ist, muss ich mal sagen, dass es doppelt glänzen muss, kann es das auf jeden Fall, was die Grafiken angeht, sehr schön. Du hast gesagt, man spielt so eine halbe Stunde. Wie ist das so mit dem Erfahrungslevel bei dem Spiel? Muss ich da aufpassen, wenn ich das super kann, wenn ich das mit jemand Neues spiele, oder ist das sehr intuitiv eigentlich? Das ist intuitiv eigentlich. Also natürlich weißt du, ja, es könnte diese Karte dabei sein und wenn ich die am Anfang bekomme, ist das toll. Diese Jahreszeiteneffekte, wenn ich da bestimmte habe und kann die halt 3-mal einsetzen, hat das natürlich einen Vorteil, als wenn ich sie ganz zum Schluss finde und dann ist sie vielleicht auch nicht mehr so viel wert. Am Ende sind alle Tierkarten in irgendeiner Art und Weise Punkte wert und man kann das intuitiv spielen. Das geht schon. Aber man kann es auch, es geht natürlich ein bisschen mehr, dadurch, dass halt Aktionskarten dabei sind, ist es nicht jetzt so das Allereinfachste. Man kann sich auch ein bisschen reinarbeiten und natürlich über diese Profi-Variantenkarten wird es dann noch ein bisschen komplexer. Okay. Aber wann ist es verfügbar bei euch? Das ist eine Herbstneuheit und wird dann zum Essen. Zur Spiel, also Oktober. Ja, wenn irgendwelche Containerschiffe, wie das halt alles so ist, wenn das alles so klappt. Ich sag mal so, Ende des Jahres ist alles am Start. Das ist ja dann auch verfügbar und es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich mag auch immer diese 2 Spiele, erkunde ich auch immer sehr gerne. Frank, vielen Dank fürs Vorbeikommen und Erklären. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch ein paar Sachen habt, könnt ihr die in die Kommentare werfen. Die versuchen wir natürlich dann zu beantworten.
Oder ihr könnt auch noch eins der weiteren Videos gucken, die wir noch gemacht haben. Da gibt es ja noch das ein oder andere. Und ich sage noch euch noch einen schönen Tag und auf bald. Bis dann. Ciao.